Drehen. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Erstmal Kreise in eine Richtung, in die andere Richtung. Achten. Ausschütteln. Und wieder langsamer werden. Und die achten in die andere Richtung. Macht es jetzt nicht mit Kraft oder Geschwindigkeit machen. Die Technik ist jetzt wichtig. Das basiert alles auf Biomechanik und Physiologie. Der Gegner. Schlag mit dem Ellenbogen kommt. Der Schlag kommt und guckt, was er mit seiner rechten Hand macht. So. Langsam. Er wehrt den Angriff quasi ab. Habt ihr gesehen, was er gemacht hat? Mit der linken Hand beugt er im Grunde genommen den Arm des Gegners. Mit der anderen Hand kommt er ihm entgegen. Er hat quasi keine Kraft eingesetzt, sondern die Kraft des Gegners, des Angreifers genutzt. Und er möchte euch diese Kunst näher bringen, dass ihr mit Köpfchen arbeitet, wie beim Schachspielen, dass jeder Zug im Grunde genommen ein anderer ist, jede Partie ist anders. Wolfram in seinem Alter kann einen stärkeren, jüngeren noch nur mit Hilfe seines Intellekts besiegen. Macht quasi einen Ausfallschritt, dreht das Becken ein, lädt die linke Hand auf und mit der rechten kommt. Spiegelverkehrt. Jetzt fängt Vadim an.
Wir fassen mit vier Fingern am Pulsbereich an. Mit den beiden Daumen unterhalb der Fingerknöchel. Dann beginnen wir ihn zu drehen. Stellt ihm quasi ein Bein. Вот он меня взял. И вот смотрите, вот он как только делает. Нет! То, что вот как есть, вот кувырок. Вот он пошел. И вот. Вот. Две. Ногой его бью. Стоп, стоп. Я его сам взял. И посмотрите. Переднюю подножку. Смотрите, взял запястье. Вот здесь выставил. И делаю шаг. И вот, вот это движение. Смотрите. И вот раз. А вот эту туда делаю, как колесо кручу. Ich drehe ihn quasi wie ein Rad. Я могу вот это туда под него уйти. Er kann auch mit der anderen Hand unter ihn gehen und ihn da aushebeln. Смотрите. Я могу вот здесь делать. То есть к себе и вот туда. Теперь локоть идет к себе. И раз. И опа. И вот. Auf ihn zu. Und kann nur sagen, gestern und heute habe ich sehr viel mitbekommen, dass ich jetzt mitbekommen habe, wie effektiv man Schläge, Hebel bzw. die Hüfte bewegen kann und damit wirklich noch mehr Bewegung, mehr Kraft herauszuholen. Also effektiver arbeiten kann. Ja, und ich habe für mich jetzt mitbekommen, dass man von den Techniken her nicht nur zivil arbeiten kann und darf. Учился вчера сегодня, как эффективно можно работать в системе, и как, ну, что все основано на подвижности и основано на подвижности. Ну, самое главное, гибкие мозги, гибкое тело. Das Wichtigste ist, einen flexiblen Geist zu bewahren, und da ist auch der Körper flexibel. Когда у человека спрашивают, откуда формируется удар, некоторые говорят от таза, то есть от жопы. Не от жопы, из головы все идет, отсюда идет все. Ja, wenn jemand fragt, woher kommt der Schlag, dann antworten einige, man kommt aus dem Becken. Ich dachte gleich auch heute wie gestern, gefällt mir super, super interessant. Was mir gut gefällt, ist, wie drüber bringt. Vermittelt. Super. Ну, ему очень нравится, и особенно нравится, как ты их обучаешь. Но самое главное, чтобы обучение шло и от головы, и от сердца.